Herzlich willkommen bei Swiss Photo Day Stories, beim Format, wo es um Mensch, Technik und seine Geschichten darum geht. Wir gehen heute in die Innerschweiz zum Thomas Piasotto nach Weggis. Ich würde sagen, let's go! Schau mal, die schöne Schweiz, die wir hier haben, das ist einfach unglaublich. Einfach wunderprächtig. Schöne Wälder, schöne Felder, das ist die Schweiz. So, das war jetzt eine schöne Ausfahrt im Weggis angekommen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir schauen, was der Thomas macht. Hey, ciao! Salut! Hoi Thomas! Alles klar? Ja, tipptopp! Freut mich! Danke, merci vielmals! Hast du es gut gefunden? Ja, mega! Es ist praktisch gegangen, vor allem einfach mit dem Namen. Haben wir ja eingegeben, dann ist es direkt hierher gekommen. Und ja, vor allem mega schön hier mit der Landschaft. Sehr angenehme Fahrt gewesen. Ja, das ist cool. Ja, weg ist es, ist mega schön. Darf ich einen Kaffee anbieten? Hey, mega gerne! Hä? Emil? Merci vielmals, Thomas. Sehr gern. Dankeschön. Du warst ja in Nepal. Wie war das für dich? Super. Nepal ist immer ein grosses Erlebnis. Und Nepal, das ist einfach, wenn du so 4 Wochen auf einer Expedition bist und in Nepal bist und du kommst wieder retour in die Schweiz, du bist wieder so gesättelt, so geerdet, du erlebst Natur, du erlebst Menschen, die dich am Boden abholen. Das ist so unglaublich. Wertvoll. Also das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Sich natürlich, man probiert so möglichst wenig wie möglich mitzunehmen. Und doch, wenn du so 3,5 Wochen unterwegs bist, sammelt sich dann einiges an. Und ja, und gerade in der Fotografie nehme ich dann natürlich, wenn du schon so an einem Ort bist, als Maximum mit. Also du hast dann, ich habe immer 2 Kameras dabei. Du musst dir so denken, wenn etwas ausfällt, dann nachher kannst du nicht ins nächste Fotogeschäft eine Kamera holen. Du hast 2 Kameras dabei, du hast verschiedene Objektive dabei. Wie viele Akkus nimmst du jetzt mit? Das nimmt mich jetzt ganz persönlich noch Wunder. Wie viele Akkus habe ich? Also pro Kamera sicher 7 Akkus dabei gehabt. Wow. Ja. Pro Kamera gibt es 14 Akkus. Was ist deine grösste Passion, die du hast? Ja, ich habe 3 Passionen. Okay. 3 Passionen. Das ist zum einen ist das natürlich die Fotografie. Ja. Zum anderen ist das das Schulgehen, also das Unterrichten. Ich bin ein ausgebildeter Primarlehrer. Cool. Und ich gebe heute immer noch Schule. Wow. und zwar nicht aus dem finanziellen Aspekt, sondern aus dem Aspekt, wie ich es einfach gerne mache. Und die 3. Passion ist Musik. Ich habe ursprünglich Musik studiert an der Musikhochschule in Zürich. Habe dort Trompete, ein Bachelor und Master gemacht, Trompete, ein Lehrdiplom, Komposition studiert, ein Klavier im Nebenfach gemacht. Und das sind meine 3 Passionen, die ich heute auslebe und mache. Und so stehe ich jeden Tag auf und bin happy und ich freue mich auf das, was kommt. Sei das Fotografieren, sei das Schule gehen oder sei das Musik machen. Und wie schaffst du es mit der Familie alles zusammen, das alles unter einen Hut zu bringen? Ja, wir haben ich sage jetzt noch mit Emil zusammen. Ja, genau. Also ich gehe mit dem Emil, er ist mein Begleiter auch in den Bergen, er kommt mit mir mit. Wir sind viel in der Natur raus, also wenn ich in die Natur gehe, dann ist er dabei. Wir haben meine Familie, meine Frau, die macht das ganze Administrative, tut sie mich entlasten, das heißt, ich kann künstlerisch sein. Wir tun auch unsere Tochter, wir sind seit 7 Monaten Eltern. Und ja, wir haben ein kleines Schicksal, da hat uns alles wieder ein bisschen neu orientieren lassen, weil unsere Tochter ist unheilbar krank. Ja, sie ist auch jetzt gerade im Spital und das ist meine Frau, meine Sandra, ist jetzt mit ihr im Spital. Ja, sie hat einen Gendefekt, ganz seltenen Gendefekt, wo uns so jetzt wirklich vor 4 Monaten so haben wir
Prognosen bekommen hatte und die verschiedensten Auswertungen aus der Bahn gehört hat. Und uns ganz neu organisieren. Und so wissen wir auch nicht, wann erste Woche ist, übernächste Woche ist. Weil du hast Therapien, du hast Spitaltermine, du hast, jetzt hat sie wieder einen kleinen Infekt. Und wir schauen dann natürlich bei so einem Baby viel genauer auf alles. Also es ist alles zehnmal schlimmer. Obwohl es nicht schlimmer ist, aber man geht sofort ins Spital. Thomas, wir haben jetzt schon ganz viele massive Sachen gehört. Schicksalsschläge, Passionssachen, Nepal, wo auch massiv bewegend ist. Du hast ein Buch massiv herausgebracht. Genau. Vielleicht kannst du da mal etwas erzählen, zeigen. Ich als Fotograf, ich liebe etwas zu herzustellen, wo ich Monate, Jahre daran arbeite und nachher der Tag XY wirklich kommt, wo du dann wirklich etwas in der Hand haben kannst. Also das ist so, das ist, finde ich, so, auch als ich schon Musik studiert habe an der Musikhochschule in Zürich, bin ich nie der Typ gewesen, der 5, 6, 7 Stunden geübt hat, sondern ich bin dann eher der gewesen, der lieber komponiert hat, 2, 3 Wochen irgendwo in einem Raum mit einem Klavier war, Noten geschrieben hat und nach 3 Wochen habe ich Notenblätter in der Hand gehabt und ich wusste, ich habe jetzt das gemacht. Das war mir immer mega wichtig. Und ich finde auch, wenn ich zum Beispiel Workshops, Fotografie-Workshops gebe, dann sage ich den Leuten immer, hey, was machen wir mit euren Bildern? Wir produzieren digitale Files. Die digitalen Files werden immer grösser, die werden immer besser. Man füllt die Festplatten immer mehr. Aber wenn fängt wo fängt das Thema Fotografie an? Und das Thema Fotografie fängt dann an, wenn ich sage, hey, ich mache einen Print. Ich drucke es auf Papier, ich habe das Bild in der Hand. Ich kann es irgendwo anlegen, ich kann es anschauen in einem Buch, ich kann es aufhängen an der Wand. Und dann macht die Fotografie für mich einen Sinn, dass man das Bild quasi irgendwo physisch hat. Und ich habe mir dann so überlegt, okay, was ist der rote Faden? Massiv. Und für mich ist auch immer wichtig, dass der Betrachter vom Buch oder der Konsument vom Buch jetzt nicht nur Fotos kann durchblättern und kann anschauen, sondern dass er auch Geschichten hat, dass er etwas zu lesen hat. Und so sind da innen 28 Alpinistinnen und Alpinisten, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Du hast mir ja vorhin noch versprochen, dass wir deine Schatzkammer sehen können. Mich nimmt es noch Wunder, wie nimmst du das Ganze auf, von technischer Seite her? Ich glaube, wir können mal einen Stock tiefer machen. Ich sehe schon da ganz interessante Geräte. Was sind das für dich? Ja, das sind Mittelformatkameras. Ich mache all meine Bilder, die ich in den Bergen, in den Landschaften mache, mit Mittelformat, weil so habe ich die größtmöglichste Auflösung und vor allem einfach die beste Qualität. Und wenn du dann so mit einer Kamera kannst arbeiten und einfach mit so einem 55mm Sensor kannst shooten zum Beispiel, dann schlägt auch mein Technikherz sehr hoch. Meine Passion ist mein Job. Das heisst, ich werde gebucht als Fotograf und ich gehöre dann nicht zu dem Fotograf, der sagt, okay, ich habe jetzt 2 Stunden offeriert, ich arbeite jetzt 2 Stunden, sondern ich arbeite so lange, bis es einfach wirklich perfekt ist. Warum bist du gerade in die Phase One gekommen? Ich glaube, in dieser Branche ist es ein bisschen speziell mit der Phase One, so ein Landschaften, Berge zu fotografieren. Ja, Phase One ist rausgekommen im Jahr 2019 mit einer spezialisierten Architektur- und Landschaftskamera, die sogenannte XT, Phase One XT, wo auch vom Vincent Alpa im gleichen Stil von der Größe her. Und Phase One ist der einzige Kamerahersteller mit 150 Megapixel für ein Bild. Das ist so, man hat wirklich halt einfach die grösstmöglichste Auflösung und den grösstmöglichsten Dynamikumfang. So, Thomas, merci vielmals. Wir haben da schon sehr einen grossen Einblick bekommen, in deine Performance mit den Geräten zu verbinden. Ich würde jetzt noch gerne mit dir in die Natur gehen. Das ist ja dein Passionselement, das noch kommt. Du bist viel draußen. Ich würde sagen, wir gehen mal zusammen raus.
jetzt ein riesiges Panorama, das wir hier haben mit den Bergen und dem See. Was gibt dir das alles zusammen? Ja, die Natur, die gibt mir natürlich viel Kraft, die gibt mir viel Inspiration. Das ist eine Art, wo ich aufdenken kann, wo ich Schicksalsschläge, wie man zum Beispiel jetzt auch mit unserer Tochter erlebt, gerade aktuell, kann verarbeiten, kann wieder Kraft tanken, kann auch laut rauslachen, laut rausbrüllen. Ich kann Bilder machen, ich kann dort abschalten und das ist einfach wunderschön. Abschlussfrage für dich, die ich noch gerne stellen möchte. Was wünschst du dir für die ganze Fotoszene? Viele kreative Projekte, viele kreative Ideen, ehrliche Fotografie. Mit ehrlich meine ich auch Fotografie wirklich auf dem Papier gedruckt. Das ist so für mich ein ganz wichtiger Aspekt, wirklich das Bild aufs Papier wieder zu bringen, das Handwerk wieder zu erleben und zu sehen. Denn es gibt nichts Schöneres als ein Buch oder ein Bild in der Hand haben, an der Wand hängen oder ins Bücherregal zu tun. Und, trotz entschleunigt alles mit der ganzen Hektik von der heutigen Social-Media-Zeit, was natürlich auch wichtig ist. Aber ich hoffe und wünsche mir, dass das mehr physisch produziert wird. Danke für die tollen Worte. Sehr gerne, danke dir vielmals. Bis dahin, alles Gute. Danke. In einem Monat werdet ihr die nächste Folge vom Swiss Photo Day Stories-Format hören, wo es um Mensch, Technik und Geschichte dahinter geht. Bis dahin, alles Gute, habt's gut. So, liebe Swiss Photo Day Community, es ist soweit. Jetzt könnt ihr eure Ohren spitzen, weil es gibt ein VIP-Ticket zu gewinnen für ein Swiss Photo Day VIP-Event. Postet ein Lieblingsfoto von dir, von einem Ort oder was auch immer. Postet das auf Instagram oder auf den Social Media Plattformen und tu uns Adam, mit @SwissPhotoDay nimmst du an dieser Verlosung teil und mit ein wenig Glück hast du Glück und bist dabei und kannst Persönlichkeiten, wie wir den Thomas heute kennengelernt haben, auch kennenlernen. Ich wünsche dir viel Glück, drück den Daumen und bis dahin alles Gute.